Hey, ich begrüße dich zum nächsten Teil von der Programmierreihe mit den gleitenden Durchschnitten. Und wie versprochen, werden wir uns in diesem Teil die Positionseröffnung anschauen. Also springen wir rein in den Programmcode. Da steht. Oh, da müssen wir hin. In dem Programmcode, da steht bisher Folgendes. Und zwar haben wir oben Input-Variablen, die uns dabei helfen, die Berechnung der gleitenden Durchschnitte vorzunehmen. Insgesamt berechnen wir hier 4 Werte. Moving Average, Fast, Slow und dann jeweils den letzten Wert, also eine Periode vorher, für diese gleitenden Durchschnitte. Damit wir hier in unserer Else-If-Anweisung die ganzen Sachen in Bezug setzen können, dann schauen können, ob dieses Kriterium erfüllt ist, dass die letzte Periode halt der Schnelle zum Beispiel über dem Langsamen ist und davor halt andersrum, weil dann haben wir den Schnitt. Und wir haben bisher die Ausgabe gemacht, Print Long und Print Short. Was wir jetzt aber noch machen wollen, wir wollen Positionen eröffnen. Execute Long. Und dafür schreibe ich hier diese Funktion Execute Long rein. Und hier unten schreibe ich Execute Short. Und diese Funktion wird eine Position eröffnen. Wenn wir das Ganze kompilieren, sagt uns der Compiler aber, dass es nicht stimmt. Und zwar liegt es einfach daran, dass es diese Funktion nicht gibt. Das heißt, wir müssen die schreiben. Und wir haben ja die Möglichkeit in der Programmierung und auch in der MQL4-Programmierung für den MetaTrader eigene Funktionen zu schreiben. 3 Funktionen gibt er uns hier standardmäßig vor für einen Expert Advisor. Einmal die onInit, die onDInit und die onTick. Bisher haben wir nur die onTick genutzt. Die wird bei jedem Tick ausgeführt. Und dInit wird einmal genutzt, wenn der Expert Advisor deaktiviert wird. Und onInit wird genutzt, wenn der Expert Advisor aktiviert wird. Ansonsten haben wir jetzt hier execute long und execute short erstmal hingeschrieben. Müssen wir jetzt natürlich noch schreiben, die Funktion. Und zwar schreiben wir eine Funktion execute long. Die hat den Rückgabewert int, also einen Integerwert, eine Ganzzahl. Was das ist, gehe ich gleich drauf ein. Außerdem bekommt diese einen Entry-Wert. Double einen Stop-Loss-Wert und einen Take-Profit-Wert. Und dann noch einen Integer-Wert mit einem Ticket und Return-Ticket. So, dann haben wir jetzt hier das Grundgerüst, was wir nutzen möchten für unsere Order-Eröffnung. Also wir müssen als erstes spezifizieren, wo ist der Einstieg. Und weil es hier eine Long-Order werden soll, ist der Einstieg Ask. Ganz stumpf und einfach hingeschrieben. Ask bedeutet in dem Fall der letzte bekannte Seller's Price, also Ask Price, das heißt, wo jemand verkauft und wo wir kaufen. Also man kauft ja immer zum Ask Price, der höhere Preis, verkauft zum Bid Price, das ist der tiefere Preis. Deswegen eröffnen wir hier Execute Long zum Ask Price. Dann haben wir einen Stop Loss, den besetzen wir mit 0, da wollen wir mal erstmal gar nichts reinschreiben. Dann zeige ich gleich noch, wie man das auch ändern kann, dass man den halt variabel hat und auch vom User halt, vom Anwender bestimmen lassen kann. Und hier ein Ticket. Da haben wir jetzt ein Ticket, nicht das, wo wir einen Aufruf machen von der Funktion. Die Funktion heißt OrderSend und die ist used, also die wird genutzt, um eine Order zu setzen. Und zwar entweder eine Market oder eine Pending. Wir wollen eine Market nutzen. Wie das geht, schauen wir uns jetzt an. Also OrderSend gibt erstmal einen Integer-Wert zurück. Der Rückgabewert kann man hier auch in der Dokumentation nachlesen. Ist immer das Ticket, also das Order-Ticket. Man kennt es ja aus dem MetaTrader. Ich hoffe mal, ich habe jetzt hier irgendwie eine Order offen. Nee, habe ich nicht, aber Konto-Historie. Man sieht ja hier immer Order-Nummer. Das ist eine Ganzzahl, zum Beispiel 8 Millionen oder 80 Millionen oder was da gerade steht. Das wäre dann das Ticket. Das heißt, wenn wir diese Order hier eröffnet hätten über einen Expert-Advisor, dann würde die Order-Send-Funktion diesen Wert hier, 80 Millionen irgendwas, zurückgeben. Das ist einfach der Ticketwert und der wird dann gespeichert in dieser Ticket-Variable und die wird halt im Endeffekt einfach von dieser Execute-Long zurückgegeben. Müssen wir das machen? Brauchen wir das? In diesem Expert-Advisor wahrscheinlich nicht. Ich schaue gleich mal vielleicht, ob wir die nutzen können. Ja, vielleicht machen wir es einfach mal in eine Textausgabe oder so. Wir können ja zum Beispiel hier oben Integer Ticket gleich das und dann Print Ticket. Integer to String Ticket. So, wir machen jetzt hier oben mal, wenn wir diesen Aufruf machen, Execute Long, dann gibt dieser Execute Long Aufruf hier ja einen Integer-Wert zurück und zwar das Ticket. Das heißt, jetzt muss man so ein bisschen die Programmierung verstehen, aber das ist halt ganz, ganz wichtig, damit man damit arbeiten kann. Wir haben in dieser Execute Long Funktion
die wird hier aufgerufen. Also an dieser Stelle wird execute long aufgerufen. Wenn der Programmcode da ist, dann schaut der Computer ab dieser Stelle hier unten weiter. Und dann führt er einfach das aus, was hier drin steht. Und zwar von oben nach unten. Das heißt, er macht eine Entry-Variable, macht eine Stop-Loss-Variable und Take-Profit-Variable. Dann nutzen wir die gleich in dieser Order-Send-Funktion, um eine Order zu eröffnen. Die Order-Send-Funktion gibt einen Wert zurück, und zwar einen Ganzzahlwert. Den speichern wir in der Variable Ticket, die ist vom Typ Integer. Dann Return, das ist das Keyword für den Rückgabewert oder dafür, dass der Rückgabewert zurückgegeben wird von dieser Funktion hier, execute long. Dieser Return-Wert ist dann das Ticket, und zwar diese Variable oder der Wert, der in dieser Variable ist. Der wird dann hier zurückgegeben. An der Stelle geht der Computer wieder hier oben hin und schaut dann, oder dann rückt an diese Stelle quasi, kann man sich so ein bisschen vorstellen, der Wert von dem Ticket. Und der wird dann hier wieder der Variable Integer Ticket zugewiesen. Und dabei ist es wichtig, diese Variable Integer Ticket, das ist eine ganz andere als die hier unten. Liegt einfach daran, weil wir die hier oben in der OnTick-Funktion nutzen, und die hier unten in der onExecuteLong. Und immer wenn wir das in einer Funktion ins Leben rufen, diese Variable, dann gilt die Variable auch nur für diese Funktion. Anders ist es zum Beispiel bei Input-Variablen, die können wir im ganzen Programm nutzen. Aber diese Ticket hier oben und diese Ticket hier unten gilt nur für die Funktion jeweils onTick oder executeLong. Das heißt, wir können die auch zweimal ins Leben rufen, zweimal damit arbeiten, weil es komplett andere Variablen sind. Anschließend machen wir hier eine Textausgabe, print integer to string ticket. Das heißt, wir geben wieder einen, wir machen das wieder in den Expert Advisor, in die Ausgabe, und zwar das Ticket. Dann können wir uns gleich nämlich mal anschauen, was der Rückgabewert ist. Okay, kommen wir weiter zu Order Send. Ich hatte die schon mal erklärt im ersten Programmiertutorial auf YouTube. Ich mache es aber nochmal, weil das halt wichtig ist. String-Symbol kennen wir schon. Da ist halt wieder, in welchem Markt soll eröffnet werden. Dafür nehmen wir wieder ein Aufruf-Symbol. An der Stelle könnte man halt auch wieder Euro, US-Dollar, was weiß ich, schreiben. Macht aber wenig Sinn, wenn man den Expert Advisor für verschiedene Märkte nutzen möchte. Dann haben wir hier CMD, Command, wahrscheinlich eine Abkürzung. Da soll man eine Trade Operation angeben. Trade Operations sind wieder Integer-Werte 0, 1, 2, 3, 4, 5 oder OP Buy, OP Sell oder halt die dementsprechende Limit- oder Stop-Order. Das ist einfach der Befehl, was man halt machen möchte, ob man eine Market Order öffnen möchte oder eine Pending Order. Ich mache hier auch immer, also ich könnte hier 0 schreiben, ich schreibe aber lieber OP Buy, weil es dann einfacher zu lesen ist. Gehen wir weiter mit der Order Send. Wir haben hier Volume. Volume ist die Lot-Anzahl und da mache ich es eigentlich immer so, dass ich hier zum Beispiel Lots schreibe und das dann, du wirst gerade schon gesehen haben, ist es groß geschrieben und von daher wird es eine Input-Variable. Zum Beispiel Lots gleich 0,01. Dann kann der User das auch wieder für sich entscheiden, mit wie viel Lots erhandeln möchte. Okay, machen wir mal weiter hier. Als nächstes, und man sieht das auch hier, man muss nicht immer in die Dokumentation gucken, man sieht es auch hier. Als nächstes wird der Preis gefordert und damit ist der Eröffnungspreis gemeint. Da haben wir Entry für. Dann haben wir die Slippage. Das ist die maximale Slippage, die wir erlauben wollen. Da geben wir mal 1000 an, weil das ist uns egal, wie viel Slippage passiert. Das ist eine Market Order. Uns ist bewusst, dass Slippage kommen kann. Wir nehmen das aber in Kauf, deswegen geben wir 1000, maximal 1000 Punkte Slippage an. Das bedeutet, dass die Order quasi immer ausgeführt wird. Dann haben wir hier Stop-Loss, dafür haben wir die Stop-Loss-Variable hier. Take-Profit, dafür haben wir TP, Take-Profit. Das ist jeweils 0, das bedeutet, dass es das quasi gerade nicht gibt. Es gibt gerade keinen Stop-Loss, keinen Take-Profit, das sehen wir gleich. Dann der Kommentar. Ja, da machen wir mal gar nichts. Oder doch, machen wir mal was rein. Wir machen zwei weitere Input-Variablen. Einmal String, Commentary, oder ich schreibe hier, dies ist ein Kommentar, ist wahrscheinlich sogar zu lang, müssen wir gleich mal gucken, Input int magic, 111, das ist die Magic Number. Die Magic Number ist eine Kennzahl, die man immer, oder ich glaube, ich kann das mal zeigen, ich weiß nicht genau, ob es hier beisteht, wenn das nicht von einem Expert Advisor eröffnet wurde, aber man kann hier zum Beispiel, wenn man auf so ein Dings hier geht, manuell platziert, nee, dann sieht man hier keine Magic Number, ich kann mal gerade gucken, irgendeine Order, die von einem Expert Advisor ins Leben gerufen wurde. Genau, hier sieht man halt zum Beispiel, wenn ich hier so drüber fahre mit der Maus, hallo, dann kommt hier so ein, genau, Kommentar, da steht dann die Order-Nummer drin,
Und dann steht da halt, von welchem Expert Advisor oder dass sie von einem Expert Advisor gerufen wurde oder aufgesetzt wurde. Die Order wurde also nicht manuell platziert, sondern von einem Expert Advisor. Und dahinter steht ID, das ist die Magic Number. Das heißt, wenn wir da zum Beispiel gleich Positionen eröffnen, dann sollten die die ID 111 bekommen. Ich weiß nicht genau, ob das hier auch dokumentiert wird im Tester. Kann gut sein, schauen wir gleich mal. Und das ist halt wichtig, weil anhand von dieser Magic Number kann man dann zum Beispiel auch sagen, wenn man jetzt sagt, man hat einen Trailing Stop, das schauen wir uns nachher vielleicht nochmal an, kann man sagen, ich möchte zum Beispiel den Trailing Stop nur für die Orders nutzen, die die Magic Number 111 haben, also die wirklich von diesem Expert Advisor kommen. Weil es macht ja keinen Sinn, wenn wir zwei Expert Advisor haben, dass die ständig die Position von dem anderen irgendwie managen. Da wird man ja auch nicht glücklich bei. Von daher Magic Number voll wichtig, damit man halt bestimmen kann, zu welchem EA der Trade gehört. Dann können wir hier diese Input-Variablen einfach in die Order-Send-Funktion reinschreiben, die übergeben. Dann haben wir hier Expiration 0 und die Farbe, das sparen wir uns mal. Also Expiration ist hier nicht notwendig oder macht keinen Sinn, weil wir eine Market-Order haben, die wird ja direkt ausgeführt. Expiration, also Ablaufzeit oder Ablaufzeitpunkt würde Sinn machen, wenn wir eine Pending-Order setzen. Ansonsten haben wir jetzt hier den Compiler soweit glücklich gemacht, dass er die Execute-Long-Funktion kennt. Jetzt ist für uns natürlich wieder der Job, das Ganze zu kopieren, um auch eine Execute-Short-Funktion zu schreiben. Und hier sieht man jetzt wieder den großen Vorteil vom Klauen und Kopieren. Wir können das Ganze direkt anpassen, indem wir einfach nur Bit austauschen und statt einer OP-Buy eine OP-Sell-Order eröffnen. Okay, Rest ist gleich. Entry, Stop-Loss, Take-Profit müssen wir nicht ändern, weil wir das hier halt durch diese Variablen geregelt haben. Ist also voll einfach, sowas dann für die Gegenseite zu machen. Wenn man das vernünftig strukturiert, wenn man das Programm so schreibt, dass man einfach Sachen kopieren kann, zum Beispiel auch für die Short-Seite nutzen kann. Dann machen wir hier auch mal wieder Print Integer to String. Das bedeutet einfach nur, dass wir aus einem Integer-Wert einen String-Wert, also einen Text machen. Das muss man noch nicht mal machen, aber sonst warnt der Compiler einen, dass es dazu Fehlern kommen kann, wenn er das automatisch umwandelt. Ja, wir testen das Ganze und werden auf ein ziemliches Problem stoßen. Das schauen wir uns gleich mal an. Ich hatte es ja schon angekündigt im letzten Teil, glaube ich, dass wir uns eine ganze Menge Positionen gleich um die Ohren hauen. Den Fehler wollte ich aber absichtlich provozieren, damit wir ihn im nächsten Teil dann beheben können. Und das ist meiner Meinung nach wichtig, dass ich diesen Fehler zeige, weil der typisch ist. Das kann schnell passieren, das passiert mir auch ab und zu noch. Also ich weiß dann logischerweise relativ einfach, wie ich ihn beheben kann, aber man denkt manchmal einfach nicht dran, dass man ja bei solchen Sachen zum Beispiel jetzt hier, ich habe die kleinen Durchschnitte vergessen, dass man hier zum Beispiel gleich ständig Positionen eröffnet, die man gar nicht haben will. Also, wir machen mal hier noch einen rein. Okay, oh, perfekt abgepasst. Die schneiden sich jetzt, ich brauche es gar nicht so schnell machen. Und bei der nächsten Kerze schneiden die sich jetzt. Und dann werden wir hier Textausgaben sehen. Wir werden sehen, dass Positionen eröffnet werden. Viel zu viele, aber das wollten wir ja so. Also ich hoffe mal, die schneiden sich jetzt hier, die Kollegen. Sieht aber gut aus. Müssen wir einmal noch kurz abwarten. Ja, also wir müssen noch eine Kerze abwarten. Ich mache mal ganz kurz schneller. Ah, okay. Also, Markt ist jetzt hier weitergelaufen und wir haben, wir sehen immer noch, dass ganz viele Positionen eröffnet wurden. Und man sieht das jetzt auch hier. Order Send Error 148, sind wahrscheinlich schon zu viele Positionen da. Aber man sieht jetzt halt hier, der kann keine Position eröffnen. Weil er schon wahrscheinlich zu viele eröffnet hat. Da müssen wir gerade schauen. Ich weiß auch nicht bei allen Errors den Code. Man kann aber hier zum Beispiel auch schauen, Error 148, es ist wahrscheinlich, dass zu viele Positionen sind, genau. Too many orders. Wir haben schon zu viele Positionen drin und wenn wir uns jetzt mal anschauen bei Ergebnissen, wir haben hier tatsächlich auch eine ganze Menge Positionen am Start schon. Und zwar insgesamt, ich schätze mal so ein paar hundert, 200 Stück. 200 Positionen haben wir gerade, wir sind 200 mal short gegangen und deswegen ist es halt auch wichtig, dass man Expert Advisor testet, bevor man sie ins Rennen schickt. Der Expert Advisor hat aber trotzdem genau das gemacht, was wir ihm gesagt haben und weshalb das so ist, sehen wir im nächsten Teil. Ich würde mich freuen, wenn du wieder dabei bist, abonniere den Kanal, wenn du es noch nicht gemacht hast und like das Video. Bis dann, ciao.